So, heute werde ich etwas improvisieren. Wir sind gerade im Hotelzimmer. Draußen kann ich schlecht filmen, da es ziemlich dunkel ist. Ich werde heute im Alpaka Huacaya bauen. Den habe ich mir mitgenommen. Und der liebe Luca von Bad Hookers hat mir etwas Fumari zur Verfügung gestellt. Das ist der Citrus Tea. Ich werde den jetzt das erste Mal bauen und rauchen. Ich hoffe, dass mit dem Fazit wird dann irgendwie klappen draußen. Das werden wir dann noch sehen, weil leider können wir nicht hier im Zimmer rauchen. So, also hier seht ihr den fertig gebauten Kopf. Ich habe ihn jetzt ziemlich locker in den Kopf reingelegt. Ich werde heute das Ganze mit dem Lotus 2 rauchen. Also einfach Aufsatz drauf. Dann müssen wir noch schauen, ob wir draußen irgendwo Kohlen herkriegen, aber das sollte schon gehen. Und ich zeige euch heute noch einen kleinen Lifehack. Mir ist beim Flug, also die Pfeife hatte ich im Koffer, dann hat sich die Base von der Bowl gelöst, also die Verklebung, und ich habe jetzt einfach hier mit Toilettenpapier eine provisorische Dichtung gebastelt und das Ganze hält auch. Damit habe ich auch gestern schon geraucht und ich hoffe, das hält auch heute noch so. So, dann komme ich auch schon zum Fazit. Ich habe jetzt hier eine Straßenlaterne gesucht, denn vor dem Hotel ist es wirklich stockfinster, da würdet ihr gar nichts sehen. Vom Tabak her, also der Tabak schmeckt mir extrem gut. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich Fumari außerhalb von einer Messe oder so rauche. Und die Zitrone ist wirklich sehr lecker. Ist etwas anders als die Zitronen, die ich bis jetzt so kenne. Also sie ist sehr cremig und noch etwas würzig. Also die überzeugt mich wirklich sehr gut. Auch in dem Setup läuft sie top. Also Rauchentwicklung ist super, Geschmack ist super und lässt sich auch top rauchen. Und noch zum Pfeifen-Lifehack. Wie ihr seht, das Ganze ist einigermaßen dicht. Mehr oder weniger. Also wenn euch mal die Rauchsäule, also die Verleimung abfällt, einfach Toilettenpapier.